Stellen Sie sich und Ihren Beruf einmal vor. Also mein Name ist Martin Mörle, bin Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Elektrotechnik. Seit 12 Jahren bin ich jetzt hier in Bremen und leite hier das Institut für Projektmanagement und Innovation. Welche Intention steckte hinter dem Szenario des videobasierten Lernens? Wenn Sie gestatten, ich würde das gerne in zweierlei Richtung entfalten. Das Thema Projektmanagement ist ein Thema, das ich im Bachelorbereich für die Studierenden der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsingenieurwesens bei uns anbiete. Und die Idee war eben, dass man dieses Fach, was ja ein übergreifendes Fach ist, auch Interessierte aus anderen Fachbereichen, Kulturwissenschaften und Maschinenbau, Produktionstechnik und Naturwissenschaften, die sich alle auch irgendwo für Projektmanagement interessieren, da einen einfachen Zugang dazu kriegen können. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir den Studierenden, die in der normalen Veranstaltung sitzen würden, einen ergänzenden Zugang bieten können und in der Veranstaltung das Design ändern können. Und das ist ein extrem spannender zweiter Zugang. Wir bauen dieses Fach für unsere regulären Studierenden so auf, dass wir die Wissensvermittlung in das Video verlagern und die Lehrveranstaltungen dafür nutzen, dass wir mit den Studierenden viel machen. Wir wollen Gastvorträge hören, wir wollen Gastvorträge diskutieren. Wir wollen die Videolehrveranstaltung aufgreifen. Wir wollen die vertiefenden Fragen, die wir in den einzelnen Segmenten gestellt haben, mit den Studierenden dort besprechen. Und wir wollen, und das liegt mir besonders am Herzen, in den Lehrveranstaltungen, also in den Live-Lehrveranstaltungen, Fallstudien machen, was wunderbar möglich ist, weil wir ja die Theorie dazu in die Videos separiert haben.